Hallöchen, da wären wir wieder. Und ja, ich habe jetzt mehr schlecht als recht dieses Parallelogramm zusammengebastelt. So sieht meine Lösung jetzt aus. Ich weiß nicht, ob es hier mehrere gibt. Ja, natürlich ist es falsch. Also, es sieht ja auch noch nicht ganz so gut aus. Manche von den Formen, die sind auch noch nicht richtig. Die sind noch nicht richtig perfekt gedreht. Das ist aber das Problem. So richtig präzise drehen kann man das nicht. Wenn ich es wenigstens mit irgendwelchen Richtungstasten drehen könnte, dann wäre das viel präziser als so. So, das ist jetzt schon mal zum Beispiel deutlich besser. Keine Ahnung, soll ich die Dinger vielleicht übereinander legen oder sowas? Ah, jetzt war es korrekt genug scheinbar. Gut. Gott sei Dank, ey. Oh yeah, wer ist der Mann? Okay, und dafür kriege ich... IILP. Was soll das heißen? Ja, ich glaube, ich weiß schon. IILP. Yes! Wofür auch immer das stehen soll. Aber scheint, als ob das Passwort funktioniert hätte und dafür kriegen wir, jawohl, das blaue Safe-Passwort. Sehr gut. Okay, na dann, ab zum Safe und die Belohnung abholen. Archive, Stern, Stern, Sonne. Nice. Goldene Akte, vielen Dank. Ah. Sehr gut. Ein weiteres Mal einen dieser weißen Räume geschafft. Oh! What? Ach du Scheiße. Das habe ich ja jetzt total vergessen. Die Businesskarten, das Businesskartenrätsel, was bringt mir das denn? Ja super, ich habe doch jetzt schon das grüne Passwort. Moment, das muss ich mir gleich nochmal angucken. Da bin ich jetzt neugierig. Jedenfalls Mond, Sonne, Sonne. So. Kann ich mir ja gleich nochmal angucken. So, okay. Ah, diesmal ist es sehr simpel gehalten. Sternenkarten. So, ihr beide seid ein Paar. Ich bin der Solo und der Schlüssel. Sehr gut. Okay, los geht's. So, jetzt muss ich aber noch kurz meine Neugierde stillen. Was hat es damit jetzt auf sich hier? Nochmal kurz in die Archive gucken. Bob, Chris, John, Tony, Ian, Michael. Bob, Chris, John. Was waren die anderen nochmal? Tony, Ian, Michael. Tony. Wo war der? Ian da. Ian und Michael. So. Und es gab ja noch ein weiteres Dokument. Carol likes being on the left. Anne prefers to be near Bob. Okay, Carol links, Anne nah an Bob. Ellen nah an Bob, da kann sie ja hier hin. Genau. So. Ellen würde... Ellen möchte am liebsten über N sein. Okay. Ach so. Ja, ist sie ja quasi. Sie ist quasi über N, das passt. So. Sophie mag es ganz rechts zu sein. Also vertauschen wir sie mit Kate. Und Kate mag es neben Michael zu sein. Ja, alles erfüllt. Was zur Hölle? Okay, irgendetwas ist hier noch nicht ganz richtig.
Moment, ich muss mir das noch einmal aufschreiben, wie es hier geregelt ist. Welche Namen quasi feststehen. Das sollte ich mir lieber nochmal notieren. So, da ist Bob. Da ist Chris. Da ist John. Da ist Tony. Da ist Michael. Da ist Ian. Okay. Nochmal kurz überprüfen, ob alle noch an ihrer richtigen Stelle sind. Bob, John, Chris. Genau. Bob, Chris, John. Tony, Micha, Ian. Die sind alle an ihrer richtigen Stelle. Okay. Also, wo genau ist jetzt das Problem? Ich habe doch eigentlich jetzt alles erfüllt. Carol mag es, links zu sein. Habe ich erfüllt. Carol ist ganz links. Anne mag es, in der Nähe von Bob zu sein. Ah, das habe ich natürlich nicht gemacht. Okay. So, jetzt ist das Problem. Next to Michael? Heißt das links oder rechts von Michael? Oder wäre es auch in Ordnung für sie, wenn sie über Michael steht? Weil Carol kann ja nur, wenn sie links sein möchte, entweder hier oder da sein. Aber wenn Sophie es mag, ganz rechts zu sein... Ah, Moment. Dann könnte Sophie doch auch hier oben sein. Ja, es sieht schon besser aus. Da steht schon irgendwas mit Book. Irgendwas mit Book. Ah, wahrscheinlich Book 343, irgendwie so etwas. Wahrscheinlich sagen mir diese... Alles klar. Ich weiß schon, was der Sinn dahinter ist. Hier soll ich in der Lage sein, herauszufinden, wie ich die Bücher zu platzieren habe. Aber das habe ich ja mir quasi schon... Ah nein, jetzt bin ich wieder raus! Ist wieder alles... Ah. Ja, okay, wisst ihr was? Ich habe den Sinn hinter dem Rätsel jetzt schon begriffen. Von daher, mehr wollte ich eigentlich nicht. Ich habe... dass ich die Bücher hier in der Reihenfolge platzieren muss, um einen bestimmten Buchstaben zu kriegen, das war ja von Anfang an klar. Und sobald es klar war, dass hier ein Buchstabe sein sollte und keine Zahl... blieben nicht mehr viele Optionen übrig, die man da bilden konnte. Naja, ich habe jetzt den Schlüssel, von daher, ich kann hier raus. Ciao, ciao. Ich wollte halt nur wissen, welche Informationen hätte man jetzt bitteschön durch dieses Visitenkartenrätsel eigentlich gekriegt. Na dann. Das wäre abgehakt. Gefunden. Perfekt. Sehr gut. Einmal ab dafür. Ha, okay. Nein, verdammt! Was ist los? Ich habe etwas in... Ja, okay, er hat das Foto vergessen, richtig? Ich habe etwas in dem Büro des Direktors vergessen. Was denn? Das Bild. Ah, wie konnte ich das nur vergessen? Ach ja, du musst es abgelegt haben, nachdem wir das Gesichtserkennungsgerät benutzt haben. Ja, ich gehe zurück. Ihr zwei geht schon mal zum Lagerhaus vor. Ich möchte mit dir kommen. Ich auch. Nein, ist schon okay. Warum geht ihr nicht zurück zum Lagerhaus, Sigma? Die anderen warten wahrscheinlich schon. Alles klar, ich werde... Ach so, er meinte nur mich. Er geht dann zusammen mit Quark, alles klar. Ich sehe euch zwei dann später. Okay. Bye, Mr. Sigma. Ab durch die blaue Tür. Bis später. Und dann waren sie weg. Ich schätze, dann laufe ich auch mal los.
Na dann. Ja, okay, ich hätte auch skippen können. Mein Fehler. Ich vergesse manchmal, dass ich diese Option habe. Ah, alle anderen Teams standen bereits da. Kay und Luna, Fee und Clover und Dio. Der Moment, als Dio mich sah, in dem Moment, in dem Dio mich sah, Alter, lief er zu dem AB-Raum, der am weitesten rechts lag und, ja. Da hat er die Karte durch den Schlitz gezogen. Wenigstens hat er diesmal drauf gewartet. Wahrscheinlich haben die anderen ihn auch diesmal davon abgehalten, dass er wieder eine Tür öffnet, bevor alle zurückkehren. Als er sich zu mir umdrehte, könnte ich schwören, dass ich ein freches Grinsen gesehen hätte. Da, glücklich. Dieses Mal habe ich auf euch gewartet, bevor ich sie geöffnet habe. Seht ihr, ich kann doch auch kooperativ sein. Oder verständnisvoll sein, wie auch immer. Aber Tenmyoji und Quark sind nicht hier. Ja, wo sind sie? Ich schätze mal, sie haben etwas in dem Raum vergessen, den wir gefunden haben. Sie sind zurückgegangen, um es schnell zu holen. Dann sollten sie ja in ein paar Minuten hier sein. Keine große Sache. Hoffentlich. Während wir warten, tauschen wir Informationen über die Räume aus, die wir untersuchten. Allerdings schien keiner von uns etwas Nützliches zu haben. Keiner von uns hat etwas gefunden und wir waren nicht näher dran, und wir waren nicht einmal näher daran, all diese ansteigende Anzahl an Mysterien zu lösen, mit denen wir konfrontiert werden. Mit dieser Diskussion ausstarb, oder naja, da sie ausstarb aufgrund des Mangels an Informationen, saßen wir uns hin und warteten. Bevor lange 20 Minuten vergingen, seit Dio diese Tür geöffnet hat, es dauerte nicht lange, bis 20 Minuten vergangen sind, seit Dio die Tür geöffnet hat, und Tenmyoji und Quark waren immer noch nicht in Sicht. Glaubt ihr nicht, dass sie ein bisschen lange brauchen? Ja, langsam mache ich mir Sorgen. Was, wenn ihnen etwas passiert ist? Ich werde mich mal umsehen. Dann werde ich dich begleiten. Na, ich werde es schon alleine schaffen. Das ist doch nicht so weit weg. Schau bloß nicht zu lange in den Abgrund, sonst könntest du noch ein Monster werden. Ich glaube nicht. Okay. Schau mal, ich werde einfach nur zu dem Büro des Direktors gehen. Ich werde schon bald zurück sein. Keine große Sache. Alles klar, wir sehen uns später. Ich gab einen schnellen verabschiedendes Winken und ging aus dem Lagerhaus. Ach, erzähl mir nicht, dass ich jetzt wieder den kompletten Weg... Wow. Muss doch nicht sein. Da hätte das Spiel auch ruhig selber skippen können. Da hätte es nicht diese Route ständig verfolgen müssen auf der Karte. So wichtig ist das jetzt auch nicht. Okay, sind sie nicht hier? Ist das Foto denn schon weg? Ja, das Foto ist weg. Das ist schon von dem Gerät weggenommen worden. Hä? Das ist ja komisch. Hier ist ja niemand. Das Foto ist allerdings verschwunden. Tenmyoji und Quark müssen hier gewesen sein. Ich breitete die Stockwerk B-Karte vor mir aus. Sie müssen die Tür genommen haben, die zum Lagerhaus zeigt. Oder zum Lagerhaus führt. Danach sind sie wahrscheinlich durch das Lagerhaus gegangen und aus der blauen Tür raus in den Aufzug. Ja, das ist eine viel kürzere Route. Auf der anderen Seite, ich kam durch die rote Tür, was ein ziemlich langer Weg drumherum ist. Also was ein ziemlicher Umweg ist. Scheint so, als ob wir uns einander perfekt verpasst hätten. Naja, das war ja eine ziemliche Zeitverschwendung. Scheiße. Dann gehe ich wohl besser zurück, schätze ich. Ich habe die Karte eingepackt und wollte auf die Tür zugehen, als... Was? Hä? Warte mal, was?
Ein Licht war eingeschaltet, wo zuvor noch kein Licht gewesen war. Wow! What? Was? Warum ist das Ding an? Wir haben es uns vorher angesehen, also wir haben es vorher ausprobiert, aber es schien nicht zu funktionieren. Ich fühlte eine plötzliche Welle von unerklärlicher, nervöser Bedrohung. Das Licht starrte mich an. Ich schluckte und bewegte mich vorsichtig darauf zu. Die Maschine war jetzt mittlerweile in eine Armlänge entfernt. Ich streckte meine Hand danach aus. Langsam, langsam. Wow! Wer zum Fick bist du? Also hast du es endlich geschafft. Nein, du bist... Ich bin Zero. Alter! Krass! Eine Projektion oder was? Ich bin derjenige, der euch hierher gebracht hat. Ihr habt ohne Zweifel viele Fragen an mich. Ihr habt zweifelsohne so viele Fragen an mich, wie es Sterne am Himmel gibt. Wie ihr sicherlich erkennen könnt, ist das hier nur eine Aufzeichnung. Dementsprechend werde ich nicht in der Lage sein, irgendeine eurer Fragen direkt zu beantworten. Fragt, wenn ihr wollt, aber antworten kann ich nicht. Ich habe mir überlegt, ihn einmal zu schlagen, aber ich habe mich entschieden, dass das... Ja. Aber ich habe mir mich... Ich habe entschieden, dass das spektakulär sinnlos wäre und habe meine geballte Faust an meiner Seite gelassen. Nun, wo soll ich nur anfangen? Es gibt viele Dinge, die ich euch gerne erzählen würde. Aber leider Gottes ist unsere Zeit begrenzt. Deshalb ist die Information, die ich mit euch teilen kann, auch begrenzt. Ich habe mich entschieden, zwei Dinge von größter Wichtigkeit mit euch zu teilen. Als erstes werde ich euch etwas über Termiten erzählen. Wenn rückblickend betrachtet, scheint es ein etwas merkwürdiges Ding zu sein, zu sagen zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass ihr jetzt gerade ziemlich, dass ihr jetzt gerade ziemlich wild seid. Total verständlich. Die Person, die euch gekidnappt hat und euch mit dem Tode droht, gibt euch eine Lektion über Insekten. Ich schätze mal, das scheint kaum fair zu sein. Nichtsdestotrotz, das ist sehr wichtig. Auf eine Weise, die euer Schicksal beeinflussen kann. Also bitte ich euch darum, vorsichtig zuzuhören. Habt ihr schon jemals einen Termitenhügel gesehen? Es ist eine beeindruckende Struktur. Manche würden es sogar als ein Kunstwerk bezeichnen. Termiten sind natürliche Architekten und ihre Hügel sind sowohl strukturell perfekt ausgearbeitet und benutzen auch einen exzellenten Raumanteil. Oder haben auch einen großen Raum. Also sie haben... Für Termiten sind sie einfach nur ziemlich groß als Behausung. So. Also folgen sie einer Art Plan, während sie die bauen? Gibt es etwa Termitenblaupausen, die detailliert vorgeben, wohin welcher Raum gehört? Nein, natürlich nicht. Jede Termite ist einfach nur ein nicht bewusstes Zahnrad in einer riesigen Maschine, programmiert von Millionen Jahre alter Termiten-DNA. Es ist ziemlich zweifelhaft. Oh, Moment. Der Wecker. So. Es ist zweifelhaft, dass eine individuelle Termite irgendeine Vorstellung davon hat,
welche Konstruktion kreiert werden sollte. Aber ein Mensch tut das. Wir können die eleganten Formen ihrer außerirdischen Kathedralen anerkennen. Wir können die einfache Schönheit ihrer perfekten Funktionalität sehen. Wir können die wundervolle Planung ihrer Struktur verstehen. Mit anderen Worten, nur eine Intelligenz einer höheren Ordnung kann die Schönheit verstehen, mit der diese Termiten bauen. Okay, und? Und nun bedenkt die Menschen. Warum sind wir am Leben? Warum lieben wir und gebären? Warum kreieren wir? Woher entspringen unsere Kulturen? Es gibt viele Theorien, aber niemand weiß die Wahrheit. Wir sind alle nicht bewusste Zahnräder in einer riesigen Maschine, programmiert von Millionen Jahre alter menschlicher DNA. Kein Zweifel, dass ihr jetzt versteht, was diese Analogie eigentlich illustrieren soll. Ja, ich meine damit zu sagen, dass Menschen sich nicht von den Termiten unterscheiden. Wir trotten durch unser Leben ohne ein größeres Verständnis unseres ultimativen Zieles. Man könnte sagen, dass wir nicht verstehen, was wir da bauen. Nur eine Intelligenz einer höheren Ordnung wie der unseren kann verstehen, was wir tun. Stellt euch vor, wie wir für eine solche Intelligenz aussehen könnten. Wir könnten sogar eine Struktur bauen, die so perfekt und elegant ist, dass wir sie noch nicht einmal wahrnehmen könnten. Ah, okay, entschuldigt, für diesen Satz habe ich jetzt ein bisschen länger gebraucht. Was auch immer es ist, wir haben es wahrscheinlich auf einer Dimension aufgebaut, die über denjenigen liegt, die wir seit unvordenklichen Zeiten kennen. Wenn wir wie die Termiten sind, dann ist das, was wir kreieren, mit ziemlicher Sicherheit etwas von einer enormen Schönheit. Und ihr werdet in der Lage sein, einen Blick darauf zu erhaschen. Oder habt ihr das sogar bereits? Nun, genug zu diesem Thema, denke ich. Bedenkt, was ich euch gesagt habe. Okay, und weiter? Nun, lasst uns jetzt mit dem zweiten Thema fortfahren. Es hat eine eher sofortige Bedeutung für euer Leben und, um ehrlich zu sein, die Leben von mehreren Milliarden anderen Menschen. Ich weiß, dass das ziemlich plötzlich kommt, aber ich habe ein Passwort für euch. Es ist das Passwort, um die Bombe Nummer 1 zu entschärfen. Was? Woher weiß der von den Bomben? Woher weiß der davon? Und noch viel wichtiger, woher weiß er das Passwort davon? Bombe? Bist du bereit? Ich werde das nur einmal sagen, also pass gut auf. Das Passwort, um die Nummer 1 Bombe zu entschärfen. Moment. Ich habe hier noch auf dem Zettel das Passwort für die Nummer 0 Bombe stehen. Da. Die Nummer 0 Bombe LXAQNSGDQ. So, 1 Bombe. Notiere ich mir auch direkt. Ist. BQ. Nein! Jetzt ist mir mein Handy wieder runtergefallen, während ich schreibe. Gott, ist das so. So. Nochmal. BQZ. RGJ. DXR. So. Okay. Damit hätten wir schon mal zwei Bombenpasswörter. Ist schon mal nicht schlecht. Aber
Naja, ich weiß jetzt gerade nicht, welche Bomben als allererstes in der anderen Zeitlinie installiert worden sind, deswegen. Aber ich meine, die Bomben Nummer 2 und 3 habe ich auch irgendwo bereits gesehen. Und für die beiden habe ich das Passwort noch gar nicht. Ich hatte keine Ahnung, wovon er da überhaupt sprach. Was für eine Bombe? Hat er gesagt, dass es hier auch Bomben gibt? Wenn er meine zukünftige Verwirrung erraten hat, dann zeigte er, dann, ja, dann ließ er sich das nicht anmerken. Das ist die letzte Information, in dieser die diese Nachricht übertragen sollte. Bevor ich gehe, habe ich eine Warnung. Ihr dürft niemandem von euren Mitgefangenen erzählen, was ihr hier gehört oder gesehen habt. Wenn ihr das tut, werdet ihr bestraft. Sofort. Alter! Ich hoffe, wir werden uns eines Tages wiedersehen. Wir hätten eine Menge zu diskutieren. Warte! Gottverdammt, du kannst doch nicht einfach all diesen Scheiß ausspucken und verschwinden! Ja, ich erwischte mich dabei, wie ich leere Luft anbrüllte. Das Hologramm ist verschwunden. Für was für einen Idioten hält er mich eigentlich? Termiten? Andere Dimensionen? Was hat all das denn bitteschön damit zu tun, dass wir gekidnappt worden sind? Scheiße! Ich trat ein nahegelegenes Regal. Oh, 10 Minuten verbleiben. Oh, okay. Ah, scheiße. Ich muss zurück. Es macht nicht wirklich Sinn, hier zu bleiben. Ich drehte mich wieder in den Raum rum und lief auf das Lagerhaus zu. Opa! Schau mal, Mr. Sigma ist da! Oh, Gott sei Dank, ey. Hast ja lang genug gebraucht. Wo sind die anderen? In den AB-Räumen. Sie sind bereits reingegangen? Jep. Und warum seid ihr beide nicht schon reingegangen? Habt ihr auf mich gewartet? Ja. Opa hat gesagt, dass er dir etwas sagen müsste, bevor wir wählen gehen. Egal, was auch kommen mag. Oh? Es ist nichts, was wirklich signifikant wäre. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass wir in der nächsten Runde Verbünden wählen werden. Das war's. Und das musstest du mir sagen, egal was kommt? Scheint ziemlich sinnlos zu sein. Ich meine, Worte sind ja billig. Du kannst versprechen, was auch immer du willst. Das ist wahr, aber wir haben etwas, um das Ganze zu unterstützen. Hör mich einfach nur an. Okay, dann sag mal. Quark und ich haben beide 8 AP. Wir sind bereits auf dem Heimweg quasi. Also sie haben jetzt nur noch, sie sind eh nur noch einen Punkt davon entfernt. Also egal, er will jetzt quasi sagen, es ist egal, ob sie verbünden oder betrügen wählen würden. Sie würden so oder so auf über 9 Punkte kommen. Ob sie haben keinen Grund mehr, mich zu betrügen, weil sie so oder so Punkte kriegen würden. Also was brauchen wir, um die magische Nummer zu kriegen? Um die magische Zahl zu kriegen? Naja, wir müssen dafür sorgen, dass du verbünden willst. Wenn du das tust, ist es für uns vollkommen egal, was wir wählen. Du würdest 9 auf jede Weise bekommen, ob du 2 Punkte kriegst oder 3. Exakt. Wenn das der Fall ist, haben wir keinen wirklichen Grund, dich zu betrügen. Und wenn wir beide verbünden wählen, bekommen wir beide Punkte. Das ist wahr, aber du musst auch bedacht haben, dass ich betrügen wählen würde. Das würde bedeuten, dass du betrügen wählen würdest, um euch beide zu beschützen. Aber genau darum sagen wir dir doch, dass wir nicht betrügen wählen werden. Kann ich euch vertrauen? Natürlich. Alles klar, sagt mir nur eine Sache.
Sagen wir mal, wir machen das und wir verbünden uns beide. Alle bekommen 2 Punkte. Das bedeutet, du und Quark werden genug haben, um zu gehen. Was natürlich großartig für euch ist. Aber ich werde mit mageren 5 Punkten stecken bleiben. Woher weiß ich, dass ihr nicht einfach nur die Nummer 9 Tür öffnen werdet und uns hier zurücklassen werdet? Das kann ich garantieren. Wie? Ich kann dir mein Wort geben. Ich werde nicht die Nummer 9 Tür öffnen, selbst wenn ich genug Punkte dafür haben sollte. Ich schwöre es. Wir werden nicht alle anderen hier zurücklassen, damit wir entkommen können. Ich schwöre es auch. Ich schwöre. Mann. Also alles, was ihr habt, ist ein Versprechen, was? Wenn ich ein Versprechen mache, halte ich das auch. Vertrau mir. Bitte. Du musst uns vertrauen. Alles klar. Gut. Ich vertraue euch. 2 Minuten verbleiben, oje. Wir zählen auf dich, Sigma. Du musst Verbünden wählen. Du hast es versprochen. Und damit drehten sie sich zu dem AB-Raum um. Ach so, und gingen in den AB-Raum. In den zweiten AB-Raum von rechts. So. Naja, ich schätze mal, dann sollte ich mich in Bewegung setzen. Puh. Hier ist eine Fliege, die mir jetzt die ganze Zeit auf den Fernseher springt. Das geht mir ehrlich gesagt auf den Senkel. Sie ist zwar kaum zu sehen, aber stören tut sie trotzdem. Verzieh dich da! Kusch! Eine Minute verbleibt. Ich hatte eine Entscheidung zu treffen. Sollte ich Quartenmi trauen? Naja, ich konnte glauben, dass sie die Wahrheit sagen und immer noch betrügen. Das auf 6 steigen. Damit wäre ich der 9 viel näher. Und betrügen zu wählen würde garantieren, dass sie nicht versuchen würden, ohne den Rest von uns zu entkommen. Betrug scheint die sicherste Wette zu sein, aber... Bitte! Du musst uns vertrauen! Du musst Verbünden wählen! Du hast's versprochen! Tenmyoji könnte ich einfach genug betrügen, aber Quark? Was zur Hölle sollte ich nur tun? 10 Sekunden verbleiben. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...